Sergei Michalkow, der Hase im Rausch. Der Igel hatte einst zu seinem Wiegenfeste den Hasen auch im Kreise seiner Gäste, und er bewirtete sie alle auf das Beste. Vielleicht ist's auch sein Namenstag gewesen, denn die Bewirtung war besonders auserlesen, und geradezu in Strömen floss der Wein. Die Nachbarn gossen ihn sich gegenseitig ein. So kam es denn, dass Meister Lampe bald zu schielen anfing. Er verlor den Halt, er konnte nur mit Mühe sich erheben und sprach die Absicht aus, sich heimwärts zu begeben. Der Igel war ein sehr besorgter Wirt und fürchtete, dass sich sein Gast verirrt. »Wo willst du hin mit einem solchen Affen? Du wirst den Weg nach Hause nicht mehr schaffen und tief im Wald dem Tod entgegengehen. Denn einen Löwenwild hat jüngst man dort gesehen.« Dem Hasen schwoll der Kamm, er brüllt in seinem Tran, »Was kann der Löwe mir? Bin ich sein Untertan? Es könnte schließlich sein, dass ich ihn selbst verschlinge, den Löwen her. Ich fordere ihn vor die Klinge.« Und so verließ der Hase also bald das fröhlich laute Fest, und er begann im Wald vom einem Stamm zum anderen zu schwanken und brüllt dabei die kühnlichsten Gedanken weit in die dunkle Nacht hinaus. »Hier's Hahn, in dem Wald noch ganz andere Tiere hausen, den Löwen werde ich zerzausen.« Infolge des entsetzlichen Gezeters und des Gebrülls des trunkenen Schwerenöters, der sich mit Mühe durch das Dickicht schlug, fuhr unser Hase auf mit einem, unser Löwe auf mit einem derben Fluch und packt den Hasen grob beim Kragen. »Du Strohkopf, willst es also wagen, mich zu belästigen mit dem Gebrüll?« »Doch warte mal, halt still, du scheinst mehr nach Alkohol zu stinken. Mit welchem Zeug gelang es dir, dich derart sinnlos zu betrinken?« Sofort verflog der Rausch dem kleinen Tier. Es suchte rasch, sich irgendwie zu retten. Wenn Sie Einsicht hätten. Ich war auf einem Fest und trank viel Alkohol, doch immer nur auf euer Gnadenwohl und eure liebe Frau und eure süßen Kleinen, das wäre doch, so wollt's mir scheinen, ein triftiger Grund, sich maßlos zu besaufen.« Der Löwe ging ins Garn und ließ den Hasen laufen. Der Löwe war dem Trunk abhold und hasste jeden Trunkenbold, jedoch betörte ihn, wie dem auch sei, des Hasenspeichel Leckerei.